Hallo, ich bin der Flimmerkontrast. Heute möchte ich mal einen Blick auf eine Möglichkeit werfen, Deckenlampen smart zu bekommen, ohne für einen Haufen Geld Leuchtmittel kaufen zu müssen. Wir haben zwei Deckenlampen im Wohnzimmer, die jeweils fünfflammig sind. Einmal über dem Esstisch und einmal über dem Couchtisch. Die mit Philips Hue oder IKEA Trautfrüh auszustatten, geht schnell ins Geld. Und wenn ihr irgendwie eingelassene Deckenspots im ganzen Raum oder vielleicht in der ganzen Etage verteilt habt, dann noch viel mehr. Und vielleicht hast du auch eine Möglichkeit, wo es gar nicht die passenden Leuchtmittel als smarte Leuchtmittel gibt. Und ich will mir heute mal anschauen, wie sich das Problem mehr an der Wurzel greifen lässt, indem wir einfach dem bestehenden Schalter etwas nachhelfen und in unserem Fall sogar, obwohl wir keinen Neutralleiter in der Wand liegen haben. Also, wir haben den schon in der Wand liegen, der liegt nur nicht bis in den Schalter. Dafür bauen wir heute zwei Shelly Dimmer 2 ein. Und dieses X2 bedeutet, dass in diesem Karton tatsächlich zwei davon drin war. Und dadurch nutzen wir die Möglichkeit, schickere Leuchtmittel verwenden zu können. Und wenn alles gut läuft, bekomme ich auch noch hin, das Ganze ohne fremde Apps im iPhone mit der Home-App und mit Siri steuern zu können. Und das Ganze auch noch ohne zusätzliche Bridges. Mein heiliger Wohnzimmer-Gral quasi. Schauen wir mal, ob das klappt. Viel Spaß. Ich habe beim Kauf dieses Hauses bzw. bei der Renovierung leider einen großen Fehler gemacht. Ich habe nicht darauf geachtet, dass überall Neutralleiter in den Lichtschaltern liegen und darüber ärgere ich mich mittlerweile mehr, als ich zugeben möchte. Obendrauf habe ich nicht wirklich viel Ahnung von Elektrizität. Darum werden die Arbeiten am 230 Volt Netz auch von meinem Vater durchgeführt, der das mal irgendwann gelernt hat. Ich versuche einmal kurz mit meiner Laiensprache zu erklären, wo das Problem ist. Bei einer klassischen Elektroinstallation wird nur eine Seite des Stromkreises durch den Schalter gelegt, weil man den Kreis ja nur unterbrechen muss. Und früher in einer Welt voller Glühlampen war das irgendwie auch alles, was man von einem Schalter erwarten konnte. Wir wollen aber ja jetzt einen kleinen Computer betreiben, der Befehle von einer Zentrale oder von unserem Handy oder einem russischen Hacker oder dem angeschlossenen Lichtschalter in der Wand entgegennehmen kann und brauchen dafür eben einen geschlossenen Stromkreis. In der Regel liegen bei neueren Installationen alle Kabel bis in den Schalter. Manchmal eben aber auch nicht. Und dann enden sie oben in der Dose über dem Schalter in der Wand. Gestrichene Wände, die Befürchtung, dass das Neuverputzen hinterher sichtbar ist und der Dreck, der entstehen würde, halten mich davon ab, unser junges Familienglück aufs Spiel zu setzen und dieses Problem aktuell aus der Welt zu schaffen. Also kamen bei uns im Wohnzimmer bisher smarte Leuchtmittel zum Einsatz. Aber damit hatte ich vor allem zwei Probleme. Kleine runde Birnen mit E14-Fassung gibt es meines Wissens zumindest nur von IKEA und auf jeden Fall nicht von Philips Hue. Aber mit denen hatte ich am Anfang immer wieder Zuverlässigkeitsprobleme. Das wurde dann irgendwann durch ein Software-Update etwas besser. Dann hatte ich aber auch ein paar andere Probleme, weil ich, glaube ich, zu viele Zigbee- und WLAN-Netze hier habe. Also teilweise eigene Schuld, teilweise IKEA. Und zuletzt hatte ich vor allem Probleme, weil ich die IKEA-Bridge aus der Steckdose gezogen habe, um die Bosch-Zentrale anzuschließen. Shelly hat jetzt den Dimmer 2 im Angebot, der laut eigener Aussage keinen Neutralleiter benötigen soll. Was mir ganz gut in den Kram passt, da ich wie gesagt keinen habe. Also haben wir die Schalter hier im Wohnzimmer ausgebaut und die kleinen Shellys davor geklemmt, sodass der Shelly jetzt quasi den Stromkreis zur Leuchte öffnen und schließen kann und der Lichtschalter nur noch ein Eingabegerät von vielen möglichen ist, das den Shelly steuert. Und dein Handy oder dein Computer oder die Cloud oder der russische Hacker sind weitere. Und insgesamt sind diese kleinen Geräte ziemlich abgefahren. Sie funken mit Wi-Fi, sodass du keine zusätzliche Bridge brauchst. Das bedeutet aber auch, dass wenn du dein ganzes Haus oder deine ganze Wohnung damit ausstattest, dass du dir schon einigermaßen viele WLAN-Geräte damit ins Haus holst. Auf dieser kleinen Kiste läuft dann neben der eigentlichen Schaltfunktion auch noch ein Webserver, sodass du dich mit deinem Browser damit verbinden kannst und Einstellungen vornehmen. Oder du benutzt die App dafür. Und all das, was der leisten kann, wird ja in meinem Fall ohne den Neutralleiter quasi mit schwarzer Magie betrieben. Mein Vater erklärte mir auch irgendwie, wie das wahrscheinlich funktioniert mit irgendwelchen Potenzialunterschieden, was auch immer. Tatsache ist, wenn du den Dimmer ohne Neutralleiter benutzen willst, dann musst du Leuchtmittel für 10 Watt daran hängen. Ansonsten brauchst du wohl nur 1 Watt. Und das kann durchaus schon ein Problem sein, wenn du irgendwie nur eine einflammige Leuchte da dran hängen hast. Und selbst bei dem fünfflammigen über unserem Couchtisch habe ich nur 25 Watt Äquivalent Birnen reingeschraubt, damit uns abends beim Fernsehen nicht die Netzhäute wegbrennen. Und da kommen wir mit den 3,5 Watt, die jeder einzelne hat, gerade mal auf 17,5 Watt. Aber was soll ich sagen, nachdem ich dann auf dimmbare LED gewechselt habe, hat auch alles super funktioniert. Vorher mit den IKEA Trautfrüh Birnen, die da drin waren, ergab sich ein eher unangenehmes Bild.
Und ich bin froh, dass gerade wegen der Pandemie nicht so viel Flugverkehr herrscht, denn sonst hätte eventuell irgendein Airbus unser Wohnzimmer für eine Landebahn gehalten. Klar, smarte Leuchtmittel brauchen die volle Breitseite Strom und da kannst du nicht einfach drin rumdimmen. Allerdings funktionierten die auch nicht, wenn ich den Shelly auf 100% gestellt habe. Da komme ich mit meinem begrenzten elektrischen Sachverstand wieder an meine Grenzen, aber bitte. Ist offensichtlich so. Und ich hatte erst den Shelly im Verdacht, dass der da irgendwelchen komischen Voodoo macht, weil die 3,5 Watt LED über unserem Couchtisch und die 5 Watt LED über unserem Esstisch ungefähr gleich hell aussahen. Also habe ich noch kurz diesen hochprofessionellen Vergleich angestellt und festgestellt, dass das kein Problem des Shelly ist, sondern eins mit meiner Wahrnehmung. Der App kann ich bestenfalls attestieren, dass sie so mittel ist. Und sie wirkt, als hätte jemand bei der Anordnung und der Größe der Bedienelemente sowie bei der Auswahl der Icons ein bisschen ausgewürfelt, was wo wie hin soll. Aber irgendwie kommt man dann doch zurecht. Es gibt auch ein paar nette Funktionen, es gibt eine Verbrauchsmessung, es gibt Schaltprotokolle, aber mindestens auf das Ergebnis der Verbrauchsmessung würde ich nicht so viel geben, denn der Couchtisch mit den 5 3,5 Watt Lampen zeigt weniger Verbrauch an als der Esstisch mit 5 5 Watt Lampen. Ich bin kein Mathematiker, aber mein Bauchgefühl sagt mir, dass das nicht hinkommt. Ich weiß nicht, ob die Ungenauigkeit auch am fehlenden Neutralleiter liegt. Keine Ahnung. Du kannst auch Zeitpläne und Night Mode einstellen, wo das Licht dann zu bestimmten Zeiten nur eine bestimmte Helligkeit nach dem Einschalten erreicht. Insgesamt ist es schon einigermaßen umfassend, was du da alles einstellen kannst. Und bei der Einrichtung musste ich dann auch ein paar Sachen so ein bisschen durchprobieren und die Leuchtmittel einmal kalibrieren, damit er weiß, wie hell die werden und wie die sich verhalten bei, was weiß ich, Dimmverhalten. Aber danach lief das Dimm und ich musste ein bisschen die richtige Einstellung für den Lichtschalter finden, da wir nur einen einfachen Kippschalter haben. Und der schaltet jetzt immer zwischen aus und dem letzten Zustand hin und her. Und das Dimmen muss dann eben per Software oder per Sprachassistent oder irgendwie eingestellt werden. Man merkt aber, dass die Shellys sich insgesamt eher an Bastler wenden. Denn die einzelnen Aktionen des Schalters kannst du direkt in der App mit Webhooks verbinden. Und auch die Website stellt eher die Kompatibilität mit Nachrüst-Bastelsystemen wie I.O. Broker oder Home Assistant in den Vordergrund als die Alexa- oder Google Assistant-Integration. Und genau bei diesen Software-Integrationen will ich doch mal sehen, wie einfach das Ganze geht. So, die beiden Shellys sind jetzt eingerichtet und die entsprechenden Leuchtmittel überall reingedreht und das bedeutet, es fehlt für mich als HomeKit-Nutzer nur noch eine Sache und zwar eine HomeKit-Funktionalität. Und für viele von den Shelly-Steuergeräten kannst du dir einfach eine alternative Firmware runterladen, das verlinke ich auch unten, die auf die Shellys installieren und dann funktionieren die mit HomeKit. Das Problem ist, die gibt es offenbar nicht für den Dimmer 2. Und das nächste Problem ist, dass du damit einige der Features, glaube ich, verlierst, sowas wie Stromverbrauchsmessung und so. Das ist für mich jetzt weniger relevant, aber das muss ja kein Hindernis sein, denn es gibt ja Homebridge, eine Software, die auf irgendeinem Computer, der bei dir permanent läuft und sich auf irgendeine Art und Weise mit verschiedenen Geräten im Netzwerk zu verbinden und für HomeKit so zu tun, als wäre eine HomeKit-Funktionalität da, also quasi als eine Art Übersetzungsschicht. Das ist ein bisschen fummeliger und darum habe ich das bisher von diesem Kanal immer so ein bisschen versucht fernzuhalten. Aber in diesem Fall, da ich das selber brauche, habe ich keine andere Wahl. Ich habe ja sowieso schon Homebridge laufen und zwar steht da hinten ein Mac Mini, der hier so als Heimserver dient. Und da läuft unter anderem auch Homebridge drauf, hauptsächlich für Dinge, die ich so ein bisschen mal ausprobiert habe. Und für meine Dyson-Ventilatoren, damit ich die auch aktuell in HomeKit habe. Und was wir jetzt mal machen, wir verbinden uns mit eben diesem Mac Mini. Das sehen wir hier. Jetzt sind wir da drauf. Und jetzt schauen wir mal bei den Plugins rein. Hier wollen wir Shelly installieren. Und da haben wir das erste Problem, das man ganz gerne hat. Es gibt ein Haufen Shelly-Geschichten, zum Beispiel Homebridge Shelly, nicht zu verwechseln mit Homebridge Shelly. Ich würde sagen, wir schauen uns mal eben kurz die Geschichte davon ein. Der unterstützt den Dimmer 2. Das ist doch schon mal sehr beruhigend. Ich habe hier ja so ein Interface, das heißt, wir installieren das jetzt einfach. Damit ist es schon mal installiert. Nochmal eben hier schauen. Konfiguration. Okay, bei den Plattformen müssen wir einmal Shelly hinzufügen. Dafür gehen wir hier in die Konfiguration und fügen das Ganze hier ein. Dann starten wir den Apparillo mal eben neu. So, die hat er tatsächlich gefunden.
Und demzufolge ist jetzt die Frage, ob das schon einfach so funktioniert. Dafür können wir ja hier mal eben in die Home-App reinschauen. Das ist ja das Praktische, wenn man das Ganze auch auf einem Mac laufen hat. Im Gegensatz zu einem Raspberry Pi oder so. Also der Nachteil ist, dass es ungefähr das 28-fache kostet. So, und dann ist das ja wahrscheinlich im Standardraum. Hier ist auch großes Durcheinander bei mir. Aber hier sehen wir einmal Shelly Dimmer und Shelly Dimmer. Die schmeißen wir jetzt mal eben ins Wohnzimmer. Jetzt natürlich ein bisschen ungünstig, dass ich hier oben sitze, nicht schauen kann, was unten passiert. Aber tatsächlich war das Hinzufügen absurd einfach. Jedenfalls für mich, der das alles irgendwie in so einer Standardkonfiguration benutzt. Wenn dich irgendwie mehr zu Homebridge interessiert, dann like gerne das Video oder schreib es in die Kommentare oder am besten beides. Dann schaue ich mal, dass ich da in Zukunft vielleicht mal ein eigenes Video zu mache. Und jetzt machen wir mal den hier an. Ja, das ist der Couchtisch. Demzufolge ist das hier. Und jetzt können wir auch mal eben sehen, wie schnell der dimmt. Der reagiert ja recht gut darauf. Also quasi keine Verzögerung, jedenfalls keine merkliche. So, jetzt zum Fazit und leider hat sich da noch was ergeben. Der Shelly Dimmer 2 macht alles, was er verspricht und sogar noch eine Sache mehr, die ihn leider für mich zumindest so völlig unbrauchbar macht. Und das ist sehr schade. Er schaltet nämlich extrem schnell und zuverlässig. Die Homebridge-Integration war wirklich albern einfach und funktioniert ebenfalls schnell und zuverlässig. Das Anschließen gemäß dem Schaltplan war einfach und auch das Einbinden und Koppeln der App funktionierte auf Anhieb. Mit der kleinen Einschränkung, dass man da so ein bisschen fummeln muss, um die richtige Schaltereinstellung zu finden. Aber geschenkt. Allerdings musste ich dann am Abend bei ausgiebiger Nutzung feststellen, dass das Licht flackert. Nicht immer, aber immer wieder. Und nach kurzem Googlen ergibt sich, dass andere Leute ein ähnliches Problem haben. Und zwar immer, wenn Rundsteuersignale übers Stromnetz laufen. Das passiert, um irgendwelche Heizungsgeschichten fernsteuern zu können, wenn andere Tarife gelten und irgendwelche anderer Voodoo. Und bei uns scheint das außerdem immer zur vollen Stunde zu sein. Ich weiß nicht, ob darüber irgendwelche historischen Uhren synchronisiert werden. Um 22:20 Uhr scheint irgendwie ein sehr aggressives Signal zu laufen und manchmal auch so zwischendurch. Und wir hatten auch das Gefühl, dass die Spülmaschine vielleicht auch einen kleinen Einfluss darauf hat. Das kann ich nicht sicher sagen, das kann auch Einbildung sein. Ich habe dann nochmal recherchiert und man kann offenbar irgendwelche Filter zwischen dem Hausstromanschluss und dem Sicherungskasten einbauen, um seine Sinuskurven säubern zu lassen, sodass Dimmer nicht durcheinander kommen. Und ich habe dann auch mal bei Shelly nachgefragt und offenbar arbeiten die an etwas, was sie LED-Bypass nennen, der irgendwie winzig werden soll und den man dann noch zwischen die ganze Geschichte schaltet, damit man sauberes LED-Licht ins Zimmer strahlen kann. Ich habe das ganze System, sehr zum Leidwesen von mir selbst, aber auch von meiner Familie, trotzdem weiter installiert gelassen, obwohl es sich anfühlt, als wäre das Wohnzimmer jetzt irgendwie ein Raum in Half-Life 2 oder in Doom, wo die ganze Zeit irgendwie so eine flackernde Lichtquelle zur Stimmung beitragen soll. Und auch mein Versuch, meine Familie zu begeistern, indem ich das Ganze als romantische Kerzenlichtatmosphäre rebranden wollte, stieß, sagen wir mal, auf wenig Gegenliebe. Aber was machen wir jetzt mit den Kollegen? Ich kann sagen, dass ich von Zuverlässigkeit, Funktionsumfang, Integrationsmöglichkeiten sehr angetan bin. Aber bei einem Hotelzimmer ist die Qualität des Frühstücks ziemlich egal, wenn du in den Betten nicht schlafen kannst. Ich kann nicht genau sagen, ob das nur ein Problem ist, wenn du den Dimmer ohne Neutralleiter verwendest. Ich gehe aber davon aus, dass es sonst nicht auftritt, denn sonst hätte das hätte ja irgendjemand merken müssen. Vielleicht hat auch nicht jeder das Problem. Ich kann das nur nicht anders testen, weil ich keine Neutralleiter habe und eben nur diese Leitung, an denen ich das angeschlossen habe. Wenn du Erfahrungen mit dem Shelly Dimmer 2 hast oder gute Ideen, dann schreib die gern unten in die Kommentare. Ich kann den Dimmer 2 zumindest in der Konstellation hier und zumindest aktuell und zumindest so, wie es hier ist,
nicht empfehlen. Ich bin aber bereit, da nochmal zu probieren, wenn der Bypass da ist oder wenn jemand von euch einen guten Tipp hat, wie man sein Stromnetz sauber halten kann. Bis dahin habe ich noch ein paar andere Dinge vor, sowohl hier im Haus als auch draußen im Garten. Und wenn du die nicht verpassen willst, dann abonniere hier den Kanal. Wenn du neue T-Shirts brauchst, dann schau gerne hier vorbei und dann kannst du hier weiterschauen oder hier. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal.